Hi, ich bin Victoria. Und ich bin Johanna von Jung und Politisch. Joachim Streit von den Freien Wählern zieht vor das Bundesverfassungsgericht. Denn er hält die Ausgangssperren in seinem Eifeler Landkreis nicht für angemessen. Aber was genau ist eigentlich das Bundesverfassungsgericht? Wieso kann er das als Privatperson tun? Und was passiert eigentlich, wenn Joachim Streit Recht bekommt? Das Bundesverfassungsgericht ist das höchste Gericht Deutschlands, denn es wacht über die Einhaltung unserer Verfassung, dem Grundgesetz. Es kontrolliert also, ob alle Gesetze, die Vorgaben, die im Grundgesetz festgeschrieben sind, befolgen und diesen nicht widersprechen. Das Bundesverfassungsgericht gibt die Richtlinien für die Politik vor und ist als neutrales und unabhängiges Gericht super wichtig für unsere Demokratie hier in Deutschland. Das heißt also, dass die Politik und auch keine Politikerin und kein Politiker Einfluss auf die Entscheidung des Gerichts hat. Wenn jemand, also auch eine Privatperson, glaubt, ein Gesetz verstößt gegen unsere Verfassung, dann kann diese das vom Bundesgerichtshof prüfen lassen. So macht es auch Joachim Streit. Joachim Streit und seine Frau ziehen als Privatperson vor das Bundesverfassungsgericht, denn er musste in seiner Funktion als Landrat gezwungenermaßen die Bundesnotbremse durchsetzen. Er verklagt jetzt also seinen eigenen Landkreis. Stellt sich heraus, dass die Klage wirklich ein Fall für Karlsruhe ist, so setzt sich das Gericht mit dieser auseinander. Spricht das Bundesverfassungsgericht der Klägerin oder dem Kläger Recht zu, so ist das Gesetz, gegen das geklagt wurde, verfassungswidrig und muss geändert oder aufgehoben werden. Was denkt ihr? Kommt er damit durch?